Möchten Sie nicht auch treuergebende Anhänger, die für Sie Ihre Familien verlassen, die Ihnen Ihr Geld geben, die Ihnen Ihre Körper darbieten, Ihr Leben für Sie hingeben, Sie als Gott betrachten und für Sie töten? Ich liebe dich. Möchten Sie nicht auch ein Sektenführer werden? Seitdem Gott gestorben ist, ist sein Platz frei geworden. Sie können diesen Platz einnehmen. Das geht folgendermaßen. Strukturieren Sie Ihre Sekte wie eine Zwiebel mit den harmlosesten und gefälligsten Aspekten außen und den verrücktesten, kontrollsüchtigsten und bösartigsten Teilen im geheimen inneren Kern. Benutzen Sie Täuschung. Sagen Sie den Leuten nicht, wer Sie wirklich sind. Lügen Sie. Lassen Sie wichtige Informationen aus oder verzerren Sie Informationen. Versuchen Sie, mich zu rekrutieren? Ich möchte Ihnen nur etwas Bedeutsames mitteilen. Schaffen Sie Frontorganisationen. Wir sind eine Bibelstudiengruppe. Wir sind ein Managementkurs. Wir sind ein Meditationszentrum. Wir sind eine Organisation für den Weltfrieden. Wir sind ein Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind ein Zentrum für Drogenentzug. Versprechen Sie den Leuten, deren Träume zu erfüllen. Wollen Sie nicht eine weltvolle, bedingungslose Liebe und Bruderschaft? Wir haben die Geheimnisse für die Verbesserung des Selbst. Du wirst etwas Besonderes werden. Schließe dich unserer elitären Mission an, die Welt zu retten. Wir können dir besondere Fähigkeiten beibringen. Persönliche Kräfte, hellseherische Fähigkeiten, Verbindungen zu früheren Reinkarnationen, Telekinese. Bieten Sie den Leuten etwas Kostenloses an und nötigen Sie sie dazu, ihnen wiederum etwas zu geben. Wir haben ihnen eine kostenlose Mahlzeit geschenkt. Das Mindeste, was sie tun können, ist unser Wochenendseminar zu besuchen. Sie können den Leuten erzählen, dass die Zeit davonläuft und sie sofort eine Entscheidung treffen müssen, weil es ansonsten zu spät ist. Das ist ihre einzige Chance auf Erfolg. Versauen Sie es sich nicht. Es ist wichtig, dass Sie jetzt diese Zusage machen. Diese Sache ist unglaublich dringend. Geben Sie den Leuten keine Zeit, um nachzudenken. Verringern Sie Zweifel, indem Sie die neuen Rekruten voneinander getrennt halten. Umgeben Sie die Rekruten mit glücklichen, wahren Gläubigen. Bei Zweifeln tendieren die Neulinge dazu, das zu tun, was die Menschen um sie herum tun und glauben, dies wäre normal. Beginnen Sie mit einer ausgedehnten Phase des Überschüttens mit Zuneigung. Umgeben Sie die Rekruten mit bedingungsloser Liebe und Aufmerksamkeit. Die Sektenfamilie sollte sich äußerst freundlich und interessiert verhalten. Horchen Sie sie aus und finden Sie deren Schwachstellen. Erzähl uns von dir, mach diesen Persönlichkeitstest. Verwenden Sie anschließend diese Informationen, um die Neulinge zu manipulieren. Schritt für Schritt können Sie so im Laufe der Zeit das Verhalten der Rekruten steuern durch Vorenthalten und Gewähren der Liebe und Aufmerksamkeit. Sobald die Anbindung an die Sekte stärker ist, beginnen Sie damit, Ihre Forderungen zu stellen. Die Kernbotschaft lautet: Nichts auf dieser Welt hat eine Bedeutung, wenn es sich nicht um den Führer oder unser letztendliches Ziel dreht. Kontrollieren Sie das Verhalten der neuen Mitglieder. Wohne bei uns. Trage diese Kleidung. Iss diese Nahrung. Du brauchst nur 2 Stunden Schlaf. Stellen Sie einen engen Stundenplan auf. Halten Sie die Leute auf Trab und gewähren Sie so wenig Schlaf wie möglich. Falls möglich, beschränken Sie die Ernährung auf eiweißarme Gerichte. Kontrollieren Sie die Gedanken der Mitglieder. Unsere Ideologie hat Lösungen für alle Probleme. Lass unsere Lehre für dich das Denken übernehmen. Kontrollieren Sie Emotionen, schaffen Sie Schuldgefühle. Die Vereinigten Staaten warfen die Atombombe auf Hiroshima. Menschen verhungern auf der Welt. Menschen verhungern auf der Welt. Du erfüllst nicht dein Potenzial. Du erfüllst nicht dein Potenzial. Du hast bei dieser Prüfung geschummelt. Erzeugen Sie Angstgefühle. Der Feind wird dich mit Elektroschocks traktieren, dich foltern, dich töten, dich in die Hölle mitnehmen. Kontrollieren Sie Informationen. Verhindern Sie, dass die Mitglieder alle Werke der Sekte kennenlernen. Sperren Sie alle Informationen, die die Gruppe kritisieren. Drängen Sie die Mitglieder dazu, sich gegenseitig auszuhorchen und Bericht zu erstatten. Trennen Sie den Rekruten von seinem eigenen Ego, indem Sie das Ego angreifen. Lösen Sie einen geistigen Zusammenbruch aus, der dann als spirituelles Erwachen bezeichnet wird. Wenn die Leute Panikattacken bekommen, Nebenwirkungen verspüren oder halluzinieren, dann sagen Sie ihnen, dass gerade einfach all das Schlechte aus ihnen herausgespült wird. Beim Meditieren spürte ich eine endlose Leere. Es war total verstörend. Nein, das ist gut. Du erlebst eine Transformation. Meditiere noch mehr. Du kommst Gott näher. Du wirst neu geboren. Du wirst eins mit dem Universum. Eins mit unserer Familie. Machen Sie die Leute paranoid in Bezug auf ihre Körper und Gedankengänge.
Du kämpfst gegen deine sündhafte Natur. Dein Körper entgiftet. Erzählen Sie ihnen, dass es einen Teil in ihrer Gedankenwelt gibt, den es zu eliminieren gilt, um glücklich zu werden. Du musst das Gift aus deinem Geist lösen. Dein Ego ist die Quelle deiner Probleme. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Gut, jetzt bist du frei. Genauer gesagt, es gibt jetzt kein Du mehr. Behaupten Sie einen Anspruch auf Autorität für sich. Dieser kann aus göttlicher Quelle stammen. In deiner Bibel heißt es eindeutig, dass ich der Messias bin. Oder aus Pseudowissenschaft. Wissenschaftliche Studien beweisen, dass meine Methoden funktionieren. Oder aus einem besonderen Wissensschatz. Ich bin der erleuchtete Herr des Universums. Erfinden Sie Geschichten über sich selbst, um Ihre Bedeutung aufzublähen. Ich habe Luft erfunden. Ich habe besonderen Zugang zu den Außerirdischen. Gehen Sie nicht überhastet vor. Ein fähiger Betrüger mischt ein wenig Wahrheit mit einem Haufen Lügen, um die Unwissenden zu täuschen. Führen Sie Trancezustände herbei und fordern Sie zur Selbsthypnose auf, mit Hilfe von gedankenstoppenden Ritualen und wiederholenden Handlungen. Wie tanzen, sich drehen, singen. Wir lieben den Führer, der Führer ist Liebe. Wenn ich nicht bei ihm bin, fühle ich mich schlecht. Hyperventilieren. Und skandieren. Weg mit dem Zweifel, weg mit dem Zweifel, weg mit dem Zweifel, weg mit dem Zweifel. Stundenlanges Meditieren. In diesen Trancezuständen sind Sie aufnahmebereiter und beeinflussbarer. Führen Sie die Mitglieder in kindliche Zustände der Abhängigkeit und des geistlosen Gehorsams zurück. Drängen Sie die Mitglieder dazu, sich von ihren Familien zu trennen. Deine Freunde und Familienmitglieder haben einfach kein Verständnis. Deine Freunde und Familienmitglieder haben einfach kein Verständnis. Es scheint, als ob deine Freunde und Familienmitglieder dich nicht wirklich lieben und deine Entscheidung unterstützen. Vielleicht solltest du dich von ihnen fernhalten. Es ist sowieso ungesund für dich, dich mit nicht erleuchteten Menschen abzugeben. Wenn du deine Freunde nicht rekrutieren kannst, brich den Kontakt ab. Verschwende keine Zeit mehr mit Ungläubigen. Verschwende keine Zeit mehr mit Ungläubigen. Fördern Sie Abhängigkeit und Konformität. Verhindern Sie Selbstbestimmung und Individualität. Das ganze Ziel ist der Fokus. Der Selbstzweck steht hinten an. Das ganze Ziel ist der Fokus. Der Selbstzweck steht hinten an. Lassen Sie Beichten ablegen, in denen Mitglieder ihr vorheriges Leben dämonisieren und nur das Leben in der Gruppe wertschätzen. Deuten Sie die Vergangenheit um als schrecklich, auch wenn sie hervorragend war. Bevor ich zu Emerge kam, war ich ein schlechter Mensch. Ich war gierig, fehlgeleitet, egozentrisch und orientierungslos. Mein Leben ist jetzt wundervoll. Ich hasse mein altes Leben. Vor Emerge war ich immer in meinem Ego. Mein vergifteter Geist bestimmte mein Leben. Ich war ein sündiger, negativer Verlierer. Aber dank dem Führer bin ich jetzt jeden Tag ein Gewinner. Isolieren Sie die Mitglieder vom Rest der Welt. Geben Sie ihnen das Gefühl, sie seien Teil einer besonderen elitären Gruppe mit einer wichtigen Mission. Monumente und andere Wahrzeichen werden eines Tages errichtet werden, um uns zu ehren und unsere Opfer. Stärken Sie den Gruppenzusammenhalt durch Sündenböcke und Feinde. Dämonisieren Sie Außenstehende als Untermenschen, voreingenommen, korrupt oder als Verschwörer gegen die Gruppe. Entwickeln Sie eine Wir-gegen-die-Mentalität. Bekämpfen Sie Widerstand. Sagen Sie den Mitgliedern, ihre kritischen Gedanken seien Beweise für Verbrechen gegen die Gruppe. Starten Sie Untersuchungen und erfinden Sie Verbrechen. Ich glaube, ich möchte gehen. Du musst verrückt sein. Machen Sie ihnen Schuldgefühle. Wir machen hier wichtige Arbeit. Erwartest du, dass es leicht ist, die Welt zu retten? Wir alle müssen für die Sache Opfer bringen. Sobald es hart wird, willst du aufgeben. Du bist schwach. Willst du dich weiterbewegen hin zur Freiheit und Erleuchtung oder willst du abfallen in deine alte schmutzige Lebensweise?
Was ist wichtiger, unsere Mission, unsere Familie, Errettung oder deine kleinen Beschwerden? Du bist negativ, ignorant, selbstsüchtig und sündhaft. Unser Führer ist makellos. Die Lehre ist makellos. Mit dir muss etwas nicht stimmen. Mit dir muss etwas nicht stimmen. Mit dir muss etwas nicht stimmen. Mit mir muss etwas nicht stimmen. Mit mir muss etwas nicht stimmen. Genau. Genau. Indoktrinieren Sie durch Angst. Sagen Sie den Mitgliedern, dass sie von bösen Geistern besessen sein könnten oder dass ihnen etwas Böses zustoßen könnte, falls sie gehen. Ich warne dich, ohne uns kannst du einen schlimmen Unfall haben, krank werden oder sogar sterben. Ich warne dich, ohne uns könntest du einen schlimmen Unfall haben, krank werden oder sogar sterben. Wenn du uns verlässt, wirst du als eine niedrigere Lebensform wiedergeboren. Machen Sie es den Mitgliedern leichter, für die Sache zu sterben, indem man den menschlichen Körper als bloßes Gefäß bezeichnet, das man abstreift, bevor man sich in eine höhere Lebensform weiterentwickelt. Es ist so einfach. Wollen Sie also nicht auch ein Sektenführer werden? Möchten Sie nicht auch treuergebende Anhänger, die für Sie ihre Familien verlassen, die Ihnen ihr Geld geben, die Ihnen ihre Körper darbieten, ihr Leben für Sie hingeben und für Sie töten? Ich werde alles tun, was du sagst, für die Sache. Ich werde meine Familie für die Sache verlassen. Ich werde dir mein Geld geben für die Sache. Ich werde dir meinen Körper geben für die Sache. Ich werde für die Sache sterben. Ich werde für die Sache töten. Ich liebe dich.